Ich zeige euch heute eine Dalsuppe und zwar eine Variation Bengali Masala. Das Besondere daran sind die vielen indischen Gewürze, die ich darin verarbeite. Das macht es ayurvedisch sehr wertvoll. Für den Bengali Masala Dal für 2 Portionen brauchen wir 1 Liter Brühe, 4 Tomaten, 1 Tasse rote Linsen, etwas frischen Koriander, Salz, Pipali als Pfefferersatz, frischen Ingwer, Kurkuma, 4 Lorbeerblätter, etwas Öl, um die Gewürze anzubraten, etwas Agavensaft für die Süße und die Gewürzmischung Ponche Poron, die besteht aus schwarzer Senf, Kreuzkümmel, Fenchel und Boxhornklee. So, als erstes werde ich die Brühe mit den Tomaten aufkochen. Dazu schneiden wir noch die Tomaten klein. Die Stücke können ruhig ein bisschen gröber sein. Da es sowieso vollständig zerkochen wird. So, und dann ab in die Brühe damit. Und das muss dann aufkochen. In der Zwischenzeit, wo die Brühe aufkocht, können wir schon mal die Gewürze mahlen. Einmal die Gewürzmischung Ponche Poron, schwarzer Senfsaat, Kreuzkümmel, Fenchel und Boxhornklee. Dazu können wir auch noch die 3 Lorbeerblätter noch mitmahlen. Okay, wenn die Gewürze klein gemahlen sind, können wir sie noch anbraten. Etwas Sonnenblumenöl in den Topf. Aus ayurvedischer Sicht wäre natürlich Ghee besser. Gewürze rein. Ganz kurz etwas brutzeln lassen. Und dann von der Hitzequelle nehmen. Die Brühe mit den Tomaten ist aufgekocht. Jetzt tun wir die Linsen rein, den frischen Ingwer, Kurkuma, Pipali etwas Salz und das lassen wir jetzt vor sich hin köcheln. Und die Gewürze natürlich nicht vergessen. Und dann noch den Koriander klein schneiden. Und beiseite stellen. Wenn die roten Linsen schon ein bisschen weich gekocht sind, den Pürierstab rein. Wenn die Konsistenz ist, so wie wir sie haben wollen, nehmen wir den Dal runter von der Wärmequelle und tun noch etwas Agavensaft rein. Wichtig ist, den Agavensaft nicht mitkochen. Und fertig ist der Bengali Masala Dal. Plus noch frischen Koriander drüber. Der Dal ist sehr einfach zu nachkochen. Viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit!